Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSVTV. So, dann ein recht herzliches Hallo in die Runde nach dem heutigen Drittligaspiel hier in der GGZ-Arena zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Viktoria Köln. Am Ende haben wir leider keine Tore gesehen. Wer von den beiden Trainern mit dem jeweils einen Punkt besser leben kann, das hören wir uns jetzt an. Und da bitte ich nun zunächst den Gästetrainer Olaf Janssen um seine Einschätzung zum Spiel. Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich denke, das weiß jeder hier im Raum, für uns war es eine brutale Woche mit 60 und Bayern. Und jetzt nach Zwickau, war schon, ja, muss ich sagen, sehr, sehr anspruchsvoll. Wir wussten vorher, was uns hier erwartet. Joe macht hier schon, glaube ich, über 4 Jahre Top-Arbeit. Dass wir auf eine Mannschaft treffen, wo wir eigentlich genau das richtige Beuteschema für Zwickau sind, nämlich mir, weiß ich nicht, mit dem hohen Näschen anzukommen, weil die beiden Spiele halbwegs vernünftig waren, sondern dann werden wir bitterböse bestraft. Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, denke, das hat jeder gesehen, trotz der intensiven Woche den Gegner früh anzulaufen, dass wir früh die langen Bälle blocken, ja, um ins kleine Spiel reinzukommen, um dann Balleroberungen zu haben. Ja, musste man die Jungs sehr viel investieren, sehr viel laufen. Da kann ich aber keinen Vorwurf machen, dass es nicht gemacht hätte. Aber am Ende des Tages hat man trotzdem gesehen, was ich eingangs meinte, ne, dass gefühlt halt Zwickau doch die ein oder andere gute Gelegenheit hatte und der kann halt durchflutschen. Und genau das ist das Spiel von Zwickau, die Bälle schnell in die Box zu geben, brutal auf den zweiten Ball zu gehen, ins Gegenpressing reinzugehen. Standardsituationen sind eklig zu verteidigen. Also das war schon relativ anspruchsvoll, was wir hier hatten. Und eben auch dieses hohe Anlaufen von Zwickau. Ja, wenn ich das ganze Spiel sehe, muss ich sagen, hat meine Mannschaft trotz der Belastung das ausgehalten, trotzdem versucht, spielerische Lösungen zu finden. Ich denke, das ist ein hoher Anspruch, den wir haben, den ich an meine Mannschaft stelle, aber den ordnen die Jungs sich komplett unter und das werden wir auch die weiteren und die nächsten Schritte gehen. Im letzten Drittel muss man klar sagen, waren wir einfach zu unsauber und fast noch mehr zu hektisch. Dann die schnelle Entscheidung zu suchen, statt nochmal ein oder zwei Pässen das Ding vorzubereiten. Und am Ende des Tages muss ich sagen, für das, was wir investiert haben das, was Zwickau investiert hat in dieses Spiel, glaube ich, dass es dann am Ende des Tages ein gerechtes Unentschieden ist. Dir, Joe, wünsche ich für deine Mannschaft alles Gute. Aber ich brauche auch nicht sagen, bleibt standhaft, das bleibt dir sowieso. Dankeschön. Vielen Dank. Joe, deine Sichtweise auf das Spiel bitte. Ich glaube, Olaf hat das Spiel wirklich schwer für mich, halt, so das Spiel direkt danach zu analysieren, aber halt, hat es wirklich sehr gut analysiert. Wir wussten, dass halt Viktoria Köln am Mittwoch ein überragendes Spiel abgeliefert hatte, aber dass sie halt hier hinreisen würden mit schweren Beinen, gar keine Frage, aber die haben halt genug Qualität in der Mannschaft, so ein bisschen halt durchzutauschen. Wir haben den Plan gehabt, halt einfach vorne, so wie wir es halt oft zu Hause tun, einfach vorne anzulaufen, die versuchen frühzeitig unter Druck zu setzen, dass Viktoria Köln so eine qualitativ gute Mannschaft, dass sie sich halt auch rauskombinieren, das ist halt für uns selbstverständlich, weil die halt einfach so viel Qualität haben. Was wichtig war, als wir ausgespielt worden sind, dass wir halt schnell wieder hinterm Ball kommen und dann wieder halt attackieren. Deswegen haben wir nicht so viele Torchancen zugelassen über das gesamte Spiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir halt schon sehr griffig und gute Ballgewinne gehabt in der gegnerischen Hälfte, aber nicht klar zu Ende gespielt hatte. Das, was Olaf über seine Mannschaft gesagt hatte, dass wir, als der Gegner auseinander war, so ein bisschen Unordnung da war, dass wir diesen Raum nicht genutzt haben. Deswegen kamen halt etwas weniger Torchancen, als wir uns erhofft haben. Natürlich haben wir wahrscheinlich die besseren Torchancen, aber wir können halt mit diesem Punkt leben. Mit dieser Leistung war es halt für uns extrem wichtig, wenn man halt nur auf die Fresse bekommt, einfach zu, ja, den Leuten zu zeigen, pass mal auf, es ist eine gute Mannschaft, die konzentrieren sich auf die einfachen Sachen. Und das ist extrem wichtig für uns. Wenn wir halt der Meinung sind, dass wir halt irgendwo hinfahren und wir müssen halt irgendwas besonders machen, dann kriegen wir Probleme. Und deswegen war es für uns eine gute Leistung. Klar hätten wir lieber halt die 3 Punkte gehabt, aber wir können halt mit der Leistung und mit diesem Punkt gut leben. Und jeder halt blickt auf das nächste Spiel, aber halt für uns war es wichtig, halt den Fokus auf diesem Spiel zu haben. Und das war gut heute. Ich wünsche dir, Olaf, wirklich alles Gute mit deiner Mannschaft. Sehr angenehmer halt Mitstreiter in diesem Scheißgeschäft.
Dankeschön. Ja, soweit die Statements der beiden Trainer. Nun ist Zeit für Ihre, für eure Fragen. Wir würden das Mikrofon reichen. Max Sprang heute sein Drittliga-Debüt gegeben. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze dazu sagen, wie du seinen Auftritt fandst. Ja, also wenn man halt diese Botschaft am Freitag bekommt von Pommes, dass man, es war für uns überhaupt keine lange Überlegung, kommt Max und dann macht er sein Ding. Das war halt genau das, was er gemacht hatte. Der hat halt wenig aufs Tor bekommen, weil die Abwehr halt wirklich, die gesamte Mannschaft wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich verteidigt hatte. Aber halt die Sachen, wo er halt eingreifen musste, hat er getan. Und deswegen halt freuen uns natürlich, dass wir zu Null gespielt haben und dass er eine ordentliche Leistung geboten hatte. Dann noch kurze Nachfrage. Werdet ihr jetzt mal auf dem Transfermarkt aktiv werden, weil ihr ja aktuell nur zwei gesunde Torhüter habt? Ja, da müssen wir halt einfach mit Toni besprechen. Natürlich, wir haben halt immer unsere Augen auf. Also natürlich ist es nicht nur halt, dass das Pommes halt sehr lange ausfällt, sondern halt, dass er nach dem 1.9. halt sich verletzt, was ein bitterer Zeitpunkt für uns gewesen ist. Und deswegen, wir wollen halt nichts überstürzen. Da werden wir halt mit Toni besprechen, was machbar ist und ob das halt überhaupt möglich ist. Quantitativ tut es uns sehr gut, dass wir einen dritten Torwart dazu haben. Einfach, wenn einer kurzfristig ausfällt, dass wir halt eine Reserve haben. Gar keine Frage. Hier vorne bitte. Ja, Lühmanns Rüben hat mir in Augen heute ein sehr gutes Spiel im zentralen Mittelfeld gemacht, nachdem er ja die letzten Wochen nicht immer glücklich agiert hat. Wie hast du seine Leistung heute gesehen? Ich habe es genauso gesehen. Er hat ein bisschen gedauert, bis er halt rein ins Spiel gekommen, bis er halt sich wohlgefühlt hat. Aber man hat gesehen, dass er halt im Laufe des Spiels sich immer gesteigert hatte, viele zweite Bälle gewonnen, viele ordentliche Aktionen gehabt hatte. Natürlich ein Torschuss aus der zweiten Reihe in der ersten Halbzeit. Ich habe es mit ihm gerade halt besprochen. Also das ist genau das. Wir brauchen nichts Besonderes machen. Einfach unsere Fußball spielen. Und wenn er das tut, dann spielt er sehr, sehr, sehr gut und ganz wichtig für uns auf der Position heute, zusammen mit Max Janssen. Max Janssen auch überragend. Letzte Personalnachfrage, Raphael Asibemensa, hast du hinten raus nochmal gebracht, hatte zwei, drei gute Ansätze, fand ich. Vielleicht noch einen Satz von dir zu ihm. Definitiv, natürlich mit seiner Schnelligkeit und mit seiner halt Ballfertigkeit, das ist halt schon, bringt halt einen anderen Aspekt im Spiel, gerade halt wenn Noel Eichinger, wenn Lukas Krüger, halt unsere beiden anderen Offensivspieler verletzt sind, deswegen war es halt wirklich, fand es eine ordentliche Leistung, natürlich die Aktion, die er hatte, wenn er die zu Ende bringt, wenn er halt aufs Tor schießt oder halt wirklich, wenn er halt rausspielt, dass er halt wieder im Zentrum halt rein sprintet, diese Anschlussaktion, nachdem er eine gute Aktion gehabt hatte. Aber das kommt. Es war ein guter Anfang. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, dies ist nicht der Fall. Ich wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise und wir sehen uns dann im Rückspiel. Bis dahin, danke. Gerne. Tschüss. Tschüss zusammen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.